Ja, hallöchen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen mich mal damit beschäftigt, einige meiner Klassiker von meinem Sub abzuarbeiten. Das sind sie und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, was ist überhaupt ein Klassiker? Ich definiere einen Klassiker als ein Buch, wo ihr davon ausgehen könnt, dass ihr zumindest schon mal davon gehört habt, wenn nicht ihr sogar das Buch gelesen habt oder zumindest die Buchverfilmung dazu gesehen habt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein und es geht los mit Der unendlichen Geschichte von Michael Ende, das wahrscheinlich die allermeisten von euch als Kind gelesen haben werden und seitdem nicht mehr, so wie zum Beispiel ich. Ich habe es vor kurzem jetzt dann doch nochmal gelesen, unter anderem, weil ich eben vor einem halben Jahr ungefähr Momo auch nochmal gelesen habe. Und da ist mir eben so stark aufgefallen, ja, das ist eine super schöne Kindergeschichte, aber wenn man sie als Erwachsener liest, dann kann man da nochmal so ganz viele andere Dinge auch nochmal mit rausnehmen, die man als Kind einfach nicht mit da rausnimmt. Und das wollte ich dann eben mit der unendlichen Geschichte eben auch mal erleben. Unter anderem hat zum Beispiel auch mein Vater gesagt, er liest eigentlich fast gar nichts, eigentlich liest er gar nicht, aber die unendliche Geschichte hat er eben als Kind hunderte Male gelesen und er schwärmt immer davon und deswegen habe ich gedacht, muss ich das doch nochmal probieren, nachdem ich es als Kind irgendwann mal gelesen habe und eigentlich davon fast gar nichts mehr wusste. Ja, ganz kurz zusammengefasst geht es in der unendlichen Geschichte um einen Jungen namens Bastian Balthasar Buchs, der von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen gemobbt wird, gehänselt wird und dann auf der Flucht vor ihnen in ein Antiquariat reinstolpert, wo er dann ein Buch sieht namens Die unendliche Geschichte. Dieses Buch fasziniert ihn so sehr, dass er es klaut und dann auf dem Dachboden seiner Schule sich es gemütlich macht und anfängt zu lesen und dann quasi sofort in diese Geschichte hineintaucht und darin versinkt. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön gemacht. Wir haben auch in diesem Buch zwei verschiedene Schriftfarben. Wir haben zum einen Rot, das ist alles, was in der Welt von Bastian spielt. Und dann haben wir Grün, das ist alles, was in der Welt von der unendlichen Geschichte spielt. Also die unendliche Geschichte in der unendlichen Geschichte. Alles, was mit Atreyu zu tun hat. Atreyu ist die Hauptfigur in der unendlichen Geschichte, in der unendlichen Geschichte. Es wird jetzt ein bisschen verwirrend tatsächlich, aber es ist gar nicht so kompliziert. Was ich so schön an diesem Buch finde, ist, dass es zum einen einfach eine sehr schöne, fantastische Geschichte ist. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Fantasy. Es geht quasi im Grunde um das Prinzip der Heldenreise, so wie man das eben kennt. Es geht um einen Jungen, der in seiner Welt unwillkommen sich fühlt zumindest und dann seinen Platz in einer anderen Welt findet. Das ist im Grunde das Konzept von Fantasy, zumindest in der Kinder- und Jugend-Fantasy. Und das merkt man hier ganz deutlich. Aber abgesehen davon ist eben mir aufgefallen, dass es so viele Punkte gibt, die man als Kind wahrscheinlich einfach nur schön fand. Und als Erwachsener blickt man so ein bisschen dahinter und denkt sich im Grunde, wow, im Grunde jeder Satz hat irgendeine Bedeutung und jeder Satz hat irgendeine verborgene Weisheit. Mein Vater und ich haben da hinterher voll viel drüber geredet, was wohl alles so bedeuten könnte oder welche Weisheit dahinter steht. Eine offensichtlichere von denen wäre zum Beispiel folgende. Kämpfte nicht für sich, sondern für seinen Freund, den er besiegen wollte, um ihn zu retten. Das ist so ein geiler Satz. Ich lasse den einfach mal so im Raum stehen, weil der so viel Wahrheit birgt im Grunde. Und der ist mir einfach so rausgestochen. Aber im Grunde gibt es von solchen Sätzen Tausende in diesem Buch und gerade deswegen muss ich einfach sagen, ist das ein Buch, was man, auch wenn man es schon als Kind gelesen hat, definitiv als Erwachsener nochmal lesen sollte. Zum Ende kann ich noch sagen, meine Güte, ich habe Rotz und Wasser im Grunde geheult, also ein bisschen übertrieben, aber ich habe wirklich, wirklich geheult, weil dieses Ende mich zu Tränen gerührt hat. Mehr sage ich dazu nicht. Und das will, finde ich, bei einem Buch schon was heißen, weil bei Büchern weine ich nicht so oft. Im Gegensatz zu Filmen zum Beispiel, weil bei Filmen, da hat man immer noch die Musik, die einen im Grunde anschreit, hier, das ist eine traurige Szene, heul gefälligst, oder die Kameraführung, das Bild oder sonst was. Und bei einem Buch, da musst du es selber fühlen. Wenn du das Buch, die Geschichte, das, was da passiert, nicht selber fühlst, dann fühlst du es nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also deswegen muss ich sagen, ich habe bei diesem Ende geweint und das will was heißen.
dann ging es für mich weiter mit Illuminati von Dan Brown. Ich wollte tatsächlich eigentlich Sakrileg lesen und dann ist mir erst aufgefallen, dass Sakrileg der zweite Teil einer Reihe ist, von der eben Illuminati der erste Teil ist. Und dann, also sie sind nicht so, es ist nicht so wichtig, das in der richtigen Reihenfolge zu lesen, weil die Bücher nicht so viel miteinander zu tun haben, abgesehen davon, dass die Hauptfigur immer die gleiche ist. Aber mein innerer Monk hat einfach gesagt, wenn schon, dann muss ich schon beim ersten anfangen. Wenn schon, denn schon. Viele werden dieses Buch einfach schon kennen, einfach vom Namen her vielleicht, oder weil sie die Verfilmung mit Tom Hanks in der Hauptrolle gesehen haben, oder weil sie einfach mal nur davon gehört haben, oder weil sie es sogar gelesen haben. Und deswegen bezeichne ich das auch als einen Klassiker. Ganz kurz zusammengefasst geht es in diesem Buch um einen amerikanischen Symbolologen, Robert Langdon, der mega spontan nach Genf zum CERN-Teilchenbeschleuniger gerufen wird, wo nämlich eine Leiche gefunden wurde. Die Leiche eines Physikers namens Leonardo Vitra. Und auf seiner Brust wurde ein Schriftzug eingebrannt, ein sogenanntes Ambigramm. Ein Ambigramm ist ein Schriftzug, den man sowohl von oben als auch von unten lesen kann. Also schon ein ziemlich faszinierendes Phänomen. Da könnt ihr mal nachgoogeln, dann findet ihr auch was. Oder ich blende hier mal schnell was ein. Und dieser Schriftzug hat eben Illuminati gelautet und Robert Langdon war erstmal sehr schockiert, weil er eigentlich dachte, die Illuminati gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr und jetzt sind sie scheinbar zurück. Sie haben nämlich außerdem, abgesehen davon, dass sie diesen Typ ermordet haben, auch noch Antimaterie geklaut. Antimaterie ist höchst explosiv, sie explodiert bei der Berührung zu nahezu allem, auch bei der Berührung zu Luft und deswegen ist sie auch in einen Behälter eingeschlossen, der ein Vakuum im Grunde beinhaltet. Und diese Antimaterie wurde eben gestohlen. Und dieses Ding wurde dann offensichtlich irgendwo im Vatikan versteckt. Und man denkt sich jetzt, wenn das Ding in die Luft geht, dann ist der Vatikan futsch. Ja, was ich so genial an diesem Buch fand, ist, dass es zum einen eben ganz klar ein Thriller im wahrsten Sinne des Wortes ist. Also es war durch die Bank weg super, super spannend. Aber es war außerdem noch richtig tief. Also es hatte eine ganz, ganz spannende Tiefe meiner Meinung nach, weil immer nebenbei noch ein ganz großes Thema mitgeschwungen ist, und zwar die Frage nach Wissenschaft oder Religion. An was glaubt man jetzt? Glaubt man, dass es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat, oder glaubt man, dass die Wissenschaft eigentlich alles erklärt und einen Gott braucht es dann nicht mehr? Ich habe zwar schon von Anfang an gesagt, eigentlich glaube ich nicht, dass sich Wissenschaft und Religion gegenseitig ausschließen, weil zum Beispiel, wenn man jetzt glaubt, dass der Urknall ja bewiesen ist, dann kann man ja immer noch daran glauben, dass irgendein übernatürliches Wesen den Urknall halt ausgelöst hat im Grunde. Also da finde ich nicht, dass sich das ausschließt, aber trotzdem fand ich das einfach eine sehr spannende Thematik, weil im Grunde jeder Charakter in diesem Buch hatte eine eigene Meinung zu diesem Thema. Der eine hat gesagt, ich glaube an Gott und Wissenschaft ist mir da ein Dorn im Auge. Der andere hat gesagt, ich glaube an die Wissenschaft, die erklärt doch alles. Wozu muss ich da noch an einen allmächtigen Gott glauben? Und dann gab es auch Leute wie ich, die halt einfach sagen, warum sollte sich das gegenseitig ausschließen? Ich glaube an beides. Was für mich eine sehr gute Voraussetzung für dieses Buch war, meiner Meinung nach, ist, dass ich, was Glauben angeht, ein bisschen zwiegespalten noch bin. Ich weiß nicht so richtig, was ich glauben soll. Ich glaube jetzt nicht wirklich an den Gott, aber ich glaube auch nicht. Also es ist so ein Zwischending und ich glaube, dass das eine ganz gute Voraussetzung war und wahrscheinlich geht es vielen von euch da ähnlich. Würde mich aber auch mal interessieren, wenn jetzt von euch jemand sagt, ich bin voll der Atheist, wie fandest du das Buch? Oder wenn du sagst, du bist voll der Gläubige, wie fandest du das Buch? Würde mich mal voll interessieren. Schreibt's mal in die Kommentare auf jeden Fall. Abgesehen davon war, wie gesagt, wie ich schon angedeutet habe, dieses Buch einfach ein einziger Thriller. Also es war eine durchgehende Handlung. Es war, glaube ich, sind alles Ereignisse von innerhalb einer Nacht oder zumindest eines Tages. Und das war wirklich, wirklich spannend. Es gab, das muss ich dazu sagen, unglaublich viele krass brutale Szenen. Also es gab eine Szene, wo ich wirklich kurz das Buch zumachen musste, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt weiterlese, ich muss kotzen, weil es wirklich so brutal war, dann musste ich einfach das zur Seite weglegen, an was anderes denken und das wann anders weiterlesen, weil es wirklich brutal war. Und diese brutalen Szenen hatten auch wirklich noch so ein kleines Schmäckle, weil sie einfach nicht nur stumpf brutal waren, sondern eben auch wieder in Zusammenhang mit dieser drüberstehenden Thematik standen, Wissenschaft oder Religion. Und ich finde, alles, was so mit Religion oder Anti-Religion sozusagen zu tun hat, hat eben so dieses Geschmäckle. Und dann
ist das einfach sehr, sehr krass und sehr, sehr brutal. Und ich fand das ein wirklich tiefgehendes, spannendes Buch. Was ich ein bisschen doof fand, ist, dass ich mich so oft gefragt habe, okay, ist das jetzt eine Tatsache, die Dan Brown hier aufschreibt, oder ist das Fiktion? Weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter, interessanter Misch war. Gegen Ende wurde es wahrscheinlich immer mehr Fiktion, aber irgendwie wäre es ganz cool gewesen, wenn das vielleicht überall so in der Fußnote dabei gestanden hätte oder vielleicht in verschiedenen Farben gedruckt wurden. Vielleicht wurde ich da jetzt von der unendlichen Geschichte inspiriert. Aber wahrscheinlich hätte das halt den Fluss von der Geschichte auch so ein bisschen gestört. Im Grunde geht es nicht darum, ist das jetzt alles, was der da aufschreibt, Fiktion oder ist es real? Es ist einfach super interessant geschrieben. Im Grunde könnte es real sein, in der Vorstellung auf jeden Fall. Und deswegen fand ich das Buch ziemlich, ziemlich gut und kann es an jeden weiterempfehlen, der Spannung mag, der vielleicht diese Fragestellung Religion, Wissenschaft spannend findet. Auch wenn ihr schon eine vorgefertigte Meinung da habt, an was ihr jetzt im Grunde glaubt, denke ich, dass es wahrscheinlich spannend sein könnte. Das war meine Meinung zu Illuminati von Dan Brown. Ja, dann geht es weiter mit Dino Park. Ich zeige jetzt den Rücken, weil vorne, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also das ist einfach nur grün. Das hat nicht mal noch einen Papierumschlag, den ich jetzt irgendwie entfernt hätte. Nein, das ist einfach so geliefert gekommen, da ist nichts drauf. Ja, Dino Park ist die Buchvorlage zu Jurassic Park, dem unglaublichen Filmklassiker von Steven Spielberg. Und ich wusste bis vor kurzem nicht mal, dass es da eine Buchvorlage gibt. Und das ist mir zufällig erst aufgefallen, als ich letztens den Film nochmal gesehen habe. Und da stand es halt im Abspann. Und dann habe ich halt gedacht, okay, lese ich halt das Buch auch mal. Ja, ganz kurz zur Übersetzung, da habe ich nämlich auch erstmal gestutzt, wie ihr wahrscheinlich auch gerade. Dino Park, really? Euer Ernst? Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal da rein versetzt, dieses Buch ist natürlich erschienen, bevor der Film so ein Klassiker wurde, bevor man sich an Jurassic Park auch im Deutschen gewöhnt hat. Und wenn man dann eben denkt, okay, für das deutsche Publikum müssen wir halt Jurassic Park übersetzen, dann ist es wahrscheinlich wirklich ein bisschen schwierig. Also stellt euch mal vor, Jurassic Park, wie soll man das übersetzen? Vielleicht Jura Park, aber da denkt ja kein Mensch an die Jura-Zeit, sozusagen als Zeitepoche. Da denkt man an einen Park voller Juristen, was soll der Scheiß? Und bei Dino Park, da weiß man halt einfach, woran man ist. Ja, ist halt ein Park mit Dinos. Ja, trotzdem für den Leser oder die Leserin von heute klingt das natürlich ein bisschen Billo-mäßig. Wow, Dino Park. Ich sag gleich vorweg, ich habe dieses Buch tatsächlich abgebrochen nach 100 von 500 Seiten und warum, erkläre ich jetzt. Ich habe angefangen und muss sagen, die erste Szene war eine Szene, die im Film gar nicht vorkam. Also die kannte ich noch nicht, die war auch ganz interessant, aber danach wurde es einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr theoretisch. Es wurde einfach sehr viel theoretisch geredet, Dialoge und so. Und ich dachte, ja, aber es könnte jetzt auch mal was passieren und das ist halt nicht passiert. Und dann ging es quasi los, dass auch das passiert ist, was eben am Anfang vom Film passiert ist. Und da ist dann für mich der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ja, mei, das könnte halt jetzt spannend sein, wenn ich den Film noch nicht gesehen hätte. Und mir ist einfach wieder klar geworden, wie es mir auch schon hunderte Male davor klar geworden ist eigentlich, wenn man den Film vorher gesehen hat, ist es echt schwierig, danach noch das Buch zu lesen, weil andersrum ist es natürlich einfacher. Der Film ist eine Zusammenfassung im Grunde vom Buch in actionreich geladenen Bildern und Bilder sind immer leichter anzuschauen, im Grunde verlockender anzuschauen, das ist einfacher. Aber wenn man die Geschichte, die Handlung im Grunde schon aus dem Film kennt, ist es unglaublich schwierig, noch einen Anreiz für das Buch zu haben. Und diesen Anreiz habe ich aber nicht mehr gefunden. Ich habe für mich immer im Hinterkopf so ein bisschen eine Regel, wenn ich 10% von einem Buch gelesen habe, dann darf ich aufhören. Wenn es bis dahin nicht spannend geworden ist, dann wird es auch danach nicht mehr spannend. Und 100 Seiten von 500 Seiten sind ja jetzt schon mal deutlich mehr als 10%. Deswegen habe ich einfach abgebrochen. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ey, ich habe das Buch aber gelesen und das ist so viel besser als der Film noch und da passieren noch ganz andere Dinge als im Film, das ist definitiv lesenswert, lies es nochmal, dann werde ich es vielleicht nochmal lesen. Also schreibt mal in die Kommentare, falls ihr das Buch gelesen habt. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch 1984 von George Orwell, so dieser absolute Klassiker über diesen allmächtigen Überwachungsstaat, der tatsächlich 1948 geschrieben wurde oder zumindest veröffentlicht wurde und halt 1984 spielt, sozusagen damals eine Dystopie in der Zukunft war. Aber im Grunde ist es auch heute noch eine Dystopie. Es spielt halt heute in der Vergangenheit, aber so far from everything ist das alles nicht. Es
kann auch von heute aus gesehen noch in der Zukunft spielen. Vielleicht könnte man auch noch sagen, es ist halt, spielt halt 2084. Dann wäre es genau das Gleiche im Grunde. Es geht in diesem Buch um einen jungen Mann namens Winston Smith, der in diesem totalitären Überwachungsstaat lebt. Dieser Überwachungsstaat überwacht nicht nur seine Bürger und Bürgerinnen saumäßig, also mit Kameras an allen möglichen Orten, sondern er manipuliert sie auch gedanklich bis zum geht nicht mehr. Also es ist wirklich Brainwashing ohne Ende und es ist wirklich gruselig, wenn man bedenkt, wie sehr man da wirklich Menschen, selbstdenkende Menschen, wie wir uns heute im Grunde verstehen, manipulieren und brainwashen kann. Das war wirklich sehr, sehr beklemmend und Winston Smith ist hier im Grunde der Einzige, der so ein bisschen noch denkt oder sich daran erinnern kann, dass es auch eine Zeit vor der sogenannten Revolution gab, eine Zeit vor der Machtübernahme der Partei und dem großen Bruder, dem Big Brother. Und er ist jetzt im Grunde auf der Suche nach einer mysteriösen Widerstandsorganisation, die vielleicht oder vielleicht auch nicht existiert. Und ja, das ist im Grunde das, was in diesem Buch passiert. Und wie ich schon angedeutet habe, es ist definitiv sehr, sehr beklemmend, sehr, sehr gruselig, eben weil es so real ist. Und es ist immer noch definitiv real. Was ich anmerken muss, leider, ist, dass es zumindest mir so ging. Und vielleicht werdet ihr das jetzt schon als Majestätsbeleidigung ansehen. Mir ging es zumindest so, dass ich so in der ersten Hälfte, wenn nicht sogar in den ersten drei Vierteln, das Gefühl hatte, es ist viel zu theoretisch. Dieses Gefühl der Beklemmung ist halt so ein bisschen rübergekommen für mich, aber es ist zu wenig passiert, als dass das wirklich eingeschlagen hat, wie eine Bombe bei mir. Das ist nämlich erst am Ende passiert. Da ist, glaube ich, das bei mir passiert, was das Buch eigentlich im Ganzen erreichen wollte. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe und es war so schockierend, so krass beschrieben und es war wirklich, wirklich beunruhigend, weil man die ganze Zeit das Gefühl hatte, fuck, das ist wahrscheinlich wirklich möglich. Und es ging eben sehr viel um Psyche, um Liebe zu anderen Menschen. Es ging sehr viel darum, was ist möglich, was kann man Menschen im Grunde antun, wie sehr kann man Menschen manipulieren und brainwashen. Und was ich so krass fand, ist wirklich, dass Figuren in diesem Buch anfangs noch dachten, ja, die werden uns wahrscheinlich krasse Dinge antun können, aber sie werden nicht das können. Und ich habe als Leser gedacht, stimmt, immerhin. Und am Ende, ich will nicht spoilern, aber das Ende war wirklich beklemmend und es ist ein bisschen schade, dass leider im Grunde bei mir zumindest nur das Ende das erreicht hat, was wahrscheinlich das ganze Buch erreichen wollte. Dennoch finde ich es unglaublich wichtig, dass man dieses Buch liest, weil dadurch, dass man das Buch liest, beugt man im Grunde schon ein bisschen dem vor, was in diesem Buch passiert. Denn in diesem Buch denken die Menschen einfach nicht mehr selber. Selbst die Sprache wird runtergebrochen auf das Allernotwendigste Notwendige. Es wird zum Beispiel gesagt, wenn wir ein Wort wie gut haben, warum brauchen wir dann noch ein Wort wie besser oder am besten? Dann reicht es doch, wenn wir sagen gut plus oder plus gut, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Einfach damit das Denken in allen Bereichen eingeschränkt wird. Und ja, Lesen im Allgemeinen oder zumindest oder vor allem das Lesen von solcher kritischen Literatur im Grunde fördert auf jeden Fall das Denken, würde ich sagen. Und es ist immer wichtig, finde ich, möglichst breit gefächert sich auch über Theorien zu informieren und nachzudenken, was sein könnte, auch wenn es einem erstmal vielleicht unrealistisch erscheint, ist es einfach wichtig, damit man einen möglichst breit gefächerten Horizont im Kopf hat. Ja, könnt ihr euch wahrscheinlich alles selber denken. Und deswegen lest dieses Buch. Wenn ihr nicht gern lest, hört das Hörbuch. Auch wenn wahrscheinlich viele der Leute, die dieses Video schauen, gerne Bücher lesen. Weil keiner, der nicht gerne Bücher liest, würde dieses Video wahrscheinlich anschauen. Also, was rede ich überhaupt? Lest das Buch. Ja, liebe Leute, und das war es jetzt von mir. Diese vier Klassiker wollte ich echt alle schon seit Ewigkeiten mal lesen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und ich werde das wahrscheinlich in nächster Zeit häufiger machen, dass ich mal meine Bücher ein bisschen thematisch oder vielleicht nach Genre sortiere, damit ich dann da gesammelte Videos machen kann. Weil ich zum Beispiel sage,
so ein Lesemonat, da sind halt die Bücher so kunterbunt und dann klickt man vielleicht eher auf ein Video, was sagt, hier geht es um Fantasy-Bücher als um ein Video, das sind halt kunterbunte Bücher, weiß ich nicht. Würde ich gerne mal ausprobieren. Das nächste Video dieser Art wird dann halt wahrscheinlich ein Fantasy-Buch oder ein Thriller-Buch, könnte beides sein, weiß ich noch nicht genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, bleibt gesund, viel Spaß beim Lesen und bis dahin, ciao.